Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gehe ich einer sehr oft gestellten Frage nach, und zwar, wie man besser in Rocket League wird oder wie ich selber besser geworden bin. Ich werde euch einfach mal die Sachen sagen oder versuchen zu erklären, die mir geholfen haben, weil irgendwann habe ich jetzt, weil die meisten Leute zeigen euch halt irgendwas von hier irgendwelchen Trainingsmaps oder so. Natürlich habe ich die früher auch gespielt, aber irgendwann halt aufgehört. Ich habe dann andere Sachen gemacht, ich habe Workshops gespielt. Da kann ich jetzt vielleicht ein anderes Video mal dazu machen. Das hat mir bisschen was geholfen, was so Control angeht, aber ich gehe einfach mal andere Sachen, also ich werde andere Punkte erklären. Ich versuche das Video auf jeden Fall kurz zu halten und hoffe natürlich, dass das Video euch ein bisschen was bringt. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare, dann werde ich versuchen, alles so gut wie möglich zu beantworten. Aber das sind auf jeden Fall jetzt die Tipps, die mir selber geholfen haben. Also ich gehe jetzt nicht, wie gesagt, auf irgendwelche Maps ein, die euch sofort auf GC bringen oder SSL. Es sind einfach nur Sachen, die ich persönlich gut finde. Wenn man die macht, dann wird man eigentlich, also ich bin auf jeden Fall dadurch besser geworden. Und ich kann euch nur aus meiner Sicht und meiner Erfahrung berichten, ja? So, dann fangen wir jetzt mal an. Punkt Nummer 1, und zwar Free Play, also einfach das freie Training, wie man das richtig spielen sollte für ein Warm-up, für Ranked jetzt zum Beispiel. Oder halt auch so. Ne, wenn ich jetzt sage, was halt viele machen, ich auch, ja, mache ich immer noch, sind die Leute, die versuchen hier die ganze Zeit irgendwelche Freestyle-Shots zu machen oder Multi-Resets und sonst irgendwas, ne? Ist nicht komplett verkehrt, weil ihr könnt eure Mechanics immer wieder und sehr gerne verbessern, ne? Da sagt keiner was. Aber wenn ihr jetzt warm-upen wollt für Ranked oder sonst irgendwas, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr das ein bisschen anders angehen solltet. Und zwar, was ich auch sehr gerne mache, ist den Ball einfach zu nehmen, ja? Und den die ganze Zeit versuchen, schnell zu schießen. Also ich versuche die ganze Zeit den Ball zu bangen, weil das sind halt einfach Bounces, die es dann in-game auch gibt, ja. Ihr könnt versuchen, den Ball auch dann immer aufs Tor zu schießen, ja. Ihr könnt ja, ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also ihr nehmt einfach den Ball und versucht ihn die ganze Zeit schnell zu halten. Wenn ihr Buckets-Mod habt oder so, ich glaube, es geht mittlerweile auch ohne, könnt ihr den Ball immer wieder zu euch tippen oder halt einfach mal rumschmeißen lassen, ja, und die Bounces nehmen und sonst irgendwas. Einfach versuchen, schnell den Ball die ganze Zeit zu hitten, den Ball schnell machen und gar nicht so viel auf die Wall gehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil da kriegt ihr einfach ein Gefühl für die Banks und ein bisschen die Reads und sonst irgendwas. Ihr könnt den Ball hoch airdribbeln, alles mögliche machen, nur nicht jetzt unbedingt auf die Wall gehen, ja, und wieder ein Airdribble machen, einfach den Ball schnell laufen lassen. Ja, ihr könnt den hier so ins Backboard spielen, das bringt euch ja auch schon was. Einfach, dass man halt selber sich wieder schnell fühlt, eine Geschwindigkeit bekommt und ja. Der nächste Punkt im Freeplay wäre dann, das Movement ein bisschen anzutrainieren, also fürs Warm-up. Da würde ich einfach sagen, Wave Dash dir einfach ein bisschen rum, ja, dass die Finger warm werden. Keine Ahnung, ihr kommt halt, ihr Wave Dash da an die Wand, dann wieder runter und sonst irgendwas. Wenn ihr ein bisschen Chain Dashen könnt, könnt ihr auch ein paar Chain Dashes üben und so weiter. Einfach das Movement aufrechterhalten, weil nicht, dass ihr dann den Ball schnell spielen könnt, ja, aber selber nicht mehr hinterherkommt. Das wollen wir ja nicht. Was ihr da auch machen könnt, ist den Boost ausmachen mal und einfach mal so fürs Boost-Management zu gehen, ja. Das wäre auch nicht schlecht, weil die Patties einfach mal mitnehmen und so, die Wege sich einprägen, alles mögliche. Einfach fürs Movement ein bisschen spielen und ja. Und dann der letzte Punkt, würde ich sagen, Freeplay. Das ist jetzt fast ein Widerspruch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, aber es kommt darauf an, wie gut ihr jetzt seid, ne? Also ich weiß nicht, an welche Richtung das Video gewidmet ist, also an welche Rank-Region, ob das jetzt für Platin-Spiele auch noch geeignet ist oder nur höher oder auch für Gold. Vielleicht hilft das jedem was, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht auf Flip-Resets, also einfach nur ein Single-Reset. Jetzt nicht Multi-Resets, das heißt, ihr geht hoch, holt euch ein Reset, ja, fliegt den Ball hinterher und bangt ihn ins Tor. Und ihr könnt euch auch ein paar Awkward-Situationen schaffen, ja, wenn ihr den zum Beispiel an die Ceiling hier spielt. Und dann vielleicht versuchen, einen Reset zu holen oder so. Irgendwie ganz awkward das machen. Und versuchen, sich einen Reset zu holen. Weil wenn man halt höher in Ranked ist, dann ist halt der Flip-Reset kein Freestyle-Shot mehr, sondern halt einfach ganz normal. Ne? Es ist ein ganz normaler Shot. Vielleicht hier von der Corner gehen oder sowas. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach ein bisschen die Resets. Ich krieg's ja gerade auch nicht hin. Ne? Aber ich versuche auch hier Sachen zu erklären. Aber einfach hier die Resets immer ein bisschen üben. Ich würde sagen, jeden Punkt einfach 10 Minuten üben. Und dann sollte man da ziemlich gewarm-up sein drin, weil dann hat man sein Movement ein bisschen hier aufgewärmt, seine Banks aufgewärmt und in der Luft natürlich dann auch, seine Flip-Resets, alles mögliche. Und dann würde ich sagen, war es das, glaube ich, schon zum Freeplay. Ich glaube, viel mehr kann ich da nicht sagen, weil man hat ja eigentlich jetzt alles geübt und wäre bereit für Ranked. Genau, wie gesagt, bei Fragen einfach in die Kommentare
Einfach in die Kommentare. Ich beantworte alles. Ich versuche alles zu beantworten. Ich gebe mir Mühe. So, der nächste Punkt. Ist ein bisschen schwierig zu formulieren, aber ich würde einfach sagen, spielt Ranked und habt dabei Spaß. Ihr müsst versuchen, Spaß in Ranked zu bekommen. Also bei mir ist das große Problem, dass ich irgendwann in Rocket League angefangen habe. Also ganz am Anfang habe ich Rocket League natürlich gespielt, weil es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so wie früher, aber auf jeden Fall wieder besser geworden. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass Ranked wieder Spaß macht für einen. Weil ich ranked halt nur noch so, es ist einfach ein komplettes Geswetter und keine Ahnung. Aber wenn man Spaß in den Runden hat, finde ich, kann man viel besser spielen. Man ist so ideenreich, ja? Man wird kreativ und man versucht neue Sachen oder so. Und das hilft einem auch schon wieder besser zu werden. Einfach nur, weil man Spaß daran hat, ranked zu spielen. Und dann ist man auch nicht so krass frustriert. Ich werde später auch noch was zur Mentality sagen, weil das, ich würde schon fast sagen, das ist der wichtigste Punkt. Ja, da komme ich auch noch drauf zu. Aber auf jeden Fall, viele Rank-Games machen mit Spaß, weil du wirst besser, wenn du viel spielst. Wenn du nur 50 Games die Season hast wie ich, dann wirst du nicht besser, dann bist du stuck. Dann bist du stuck für immer auf deiner Elo, außer du bist natürlich Naturtalent, keine Ahnung. Aber mach einfach viele Games. Wenn du höher kommen möchtest, mach viele Games in Ranked. Für mich ist das auch die erste Runde, die man spielt am Tag in Ranked. Das ist einfach Warm-Up. Wenn man die erste Rank-Runde verliert, ist es nicht schlimm. Warm-Up. Wenn man die zweite verliert, auch nicht schlimm. Ist alles Warm-Up. So. Weil Casual spielen, finde ich, bringt gar nichts. Da wird man einfach nur schlechter. Irgendwo. Weil die Gegner spielen nicht richtig, dann spielst du nicht richtig. Das bringt dir nichts. Spiel einfach Ranked, das sweaten alle. Und wenn du dann auch noch Spaß dabei haben kannst, ist es auch perfekt. So. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dass ihr einfach viele Games macht, Spaß versucht dran zu haben und ideenreich seid. Ja? Wenn ihr nicht mehr weiterkommt, dann, keine Ahnung, schaut euch ein Gameplay an von Zen oder so oder irgendwo. Guckt, was die machen. Versucht neue Sachen. Versucht schneller zu spielen, mal langsamer, irgendwas. Ja, ideenreich werden, neue Sachen auszuprobieren, wenn es nicht funktioniert. Und dann kommen wir auch direkt zum dritten Punkt. Macht dann mit diesen Games, weil das einfach, das gehört einfach zusammen, wenn ihr ein Game habt, bei dem ihr absolut total gut gespielt habt und euer Mate vielleicht auch oder er auch schlecht war, keine Ahnung, macht eine Replay-Analyse. Speichert euer Replay. Das haben wahrscheinlich schon viele gesagt, vielleicht habt ihr es noch nie gemacht, vielleicht habt ihr schon tausendmal gemacht, aber macht einfach eine Replay-Analyse. Das kann alles verändern. Das kann ein Game sein, da denkt ihr, ihr habt perfekt gespielt. Dann guckt ihr das Replay an und merkt, hey, da habe ich was falsch gemacht, da habe ich was falsch gemacht. Und immer wenn ihr erkennt, ihr habt was falsch gemacht, könnt ihr besser werden. Weil du kannst nicht besser werden in einem Spiel, wenn du denkst, du bist der Beste und spielst immer richtig. Ja? Und ich bin mir sicher, niemand macht alles richtig in Rocket League. Deswegen kann man da immer besser werden. Replay-Analyse ist das A und O. Ihr wollt besser werden? Replay-Analyse. Ihr verliert ein Game, wisst nicht warum? Replay-Analyse, ganz einfach. Und dann könnt ihr herausfinden, warum. Wenn man mal einen Ball misst oder so, das ist völlig normal, ne? Das ist einfach Playtime, die dann einem fehlt, wenn man irgendeinen Read nicht richtig hat oder so. Aber ihr lernt ja dadurch auch, ne? Es ist einfach nur wichtig im Replay, weil ihr nicht genau wisst, wie ihr einen Replay analysieren soll oder ihr wisst überhaupt nicht, was euer Problem ist und was ihr falsch macht oder sonst irgendwo, keine Ahnung, dann schickt mir die Replays, ich schaue mir die gerne an, ich kann auch Videos drüber machen und selber drauf reagieren. Ich bin jetzt auch kein SSL, also wenn mir jetzt ein Top 100 Spieler ein Replay schickt und fragt, was er falsch gemacht hat, dann kann wahrscheinlich er mir mehr zeigen. Aber ich, falls niemand das weiß, ich bin GC2 bis GC3 so. Bis dahin kann ich wahrscheinlich alles analysieren und euch versuchen zu helfen. Ne? Ich bin jetzt kein Coach oder so, aber ich glaube, simple Fehler soll ich auch noch erkennen, sehe ich ja bei mir auch. Schickt mir die einfach, ich mache Videos drüber. Ich kann mit euch in Discord reingehen und es so analysieren und versuchen euch zu helfen, ja? Genau. Also haben wir jetzt abgeklärt, Ranked, viel Ranked spielen ist wichtig und Analysen, ganz, ganz wichtig, ja? Replay-Analysen, richtig wichtig. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum fast oder vielleicht sogar zum wichtigsten Punkt, und zwar die Mentality, ja? Ich habe es ja eben gerade schon gesagt, mit Spaß haben an Ranked, das ist natürlich nicht so einfach für den einen oder anderen, aber ihr müsst in Rocket League wirklich aufhören, mad zu werden. Es bringt gar nichts. Wirklich. Es bringt dein Mate nichts. Vor allem, wenn ihr dann im Call seid, dann ziehst du ihn wahrscheinlich auch noch mit runter. Dir selber bringt es nichts. Du kannst in den Text, in den Chat reinschreiben, was du möchtest. Die Gegner beleidigen, wie du möchtest. Aber wenn die führen und du verlierst, dann verlierst du trotzdem. Ist scheißegal. Deswegen musst du einfach versuchen, ruhig zu bleiben in Rocket League. Immer. Und wenn du mal mad bist, weil es gibt halt Menschen, die werden einfach schneller sauer und keine Ahnung, ist ja auch, ne, verständlich irgendwo, die Emotionen gehen mit einem drunter und drüber, aber dann mach eine Pause, beruhig dich und spiel erst dann wieder weiter.
Weil auch ich werde manchmal mad in Rocket League und man spielt einfach nicht mehr so gut. Man ist einfach nicht mehr so gut. Man ist einfach sauer, von Emotionen gelitten. Dann wird man gefaked oder so und dann ist eh alles vorbei. Egal, ob man Two Swans oder Trees spielt, einfach versuchen, ruhig zu bleiben in dem Spiel. Und ich glaube, das, was ich davor gesagt habe, mit dem in Ranked Spaß haben, hat auch sehr viel mit Mentality zu tun, dass man einfach ja immer weitermacht. Ne? Nach jeder Lose Streak, man verliert auch manchmal einfach 10 Games hintereinander. Es ist einfach so, du kannst nicht jedes Game gewinnen. Aber dann irgendwann gewinnst du auch wieder richtig viel. Und das musst du halt dann sehen auch, dass du gerade gewonnen hast und so. Ja, also ne, Mentality, da könnte man ein ganz eigenes Video zu machen. Ist nicht so einfach, aber versucht wirklich euch Mühe zu geben, nicht auszurasten, nicht sauer zu werden. Und dann kann man auch dadurch besser werden, einfach in Rocket League. Und vielleicht für die Mentality auch noch sehr gut, wenn man sich vor Augen hält einfach, wenn man ein Game gewinnt, ja, dann freut man sich immer, gewinnen in Rocket League macht bestimmt Spaß. Aber wenn man ein Game verliert, auch wenn man gegen Smurfs spielt oder so, ja, scheißegal, gegen wen man verliert, man lernt immer daraus, ja, man gewinnt immer in Rocket League. Entweder gewinnt man an Erfahrung, wenn man verloren hat, ja, und man kann sich ein Replay anschauen und sich verbessern und gucken, hey, warum haben wir verloren, waren die wirklich besser, vor allem wenn Smurfs sind, dann guckt euch das an, wie die spielen, warum waren die besser als ihr, so, vielleicht weil die 1000 oder 2000 Stunden mehr haben, ja, aber ihr könnt daraus lernen, das ist das Wichtige, ja, ihr könnt daraus lernen und irgendwann auch so spielen, so, und das ist einfach vielleicht für die Mentality auch noch für manche wichtig, dass sie einfach merken, hey, okay, ja, auch wenn ich verliere, ich habe was daraus gelernt, so. Und so muss man einfach Ranked spielen, ja? Und so macht man viele Games in Ranked. Du verlierst die eine Runde, die andere gewinnst du. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich hoffe einfach, ihr versteht, was ich meine. Entweder gewinnt ihr an Erfahrung oder an MMR. Das ist einfach Win-Win in Ranked. Und deswegen braucht man auch nicht mehr entwerten. Das hilft unglaublich weiter, wenn man eine gute Mentality hat und einfach immer weiterspielen kann. So, und dann würde ich noch sagen, das Einzige, was ich noch zum Abschluss sagen kann, ist, dass man vielleicht sich nicht komplett auf einen Modus fixieren soll in Rocket League, dass du sagst, du spielst nur Twos oder, keine Ahnung, nur Rumble oder No Snow Day. Was ich immer sage, was sehr wichtig ist, obwohl ich selber hasse und wirklich, ich möchte es nicht unbedingt tun, das wird wie Hausaufgaben machen. Ones. Du musst einfach 1-on-1 spielen. Da wirst du einfach consistent drin, ja. Wenn du gut in Ones bist, du pusht dich selber, quasi dein Selbstbewusstsein so in die Höhe. Und es ist einfach, das gibt dir einen Vorteil einfach. Es gibt dir einfach einen Vorteil, wenn du gut in Ones bist, in Twos und in Trees. In Twos wahrscheinlich mehr. Ich spiele wahrscheinlich, ja, also mein Lieblingsmodus ist auch Twos, ja. Trees spiele ich gar nicht so gern. Aber Ones ist halt für mich eigentlich eine komplette Katastrophe, weil es einfach an. Ich sehe es halt immer als unlucky, aber auch. Da muss ich einfach meine Replays angucken und dann will ich mir immer selber ins Gesicht treten, weil ich merke, was ich da für eine Scheiße eigentlich zusammenbaue. Und da kann man halt improven, ne? In dem Modus, in dem man am schlechtesten ist, kann man einfach richtig stark improven. Bei Trees ist einfach das Problem, dass man noch eine krasse Rotation reinbekommen muss und das Team auch sehr abhängig, also man ist sehr vom Team abhängig. Aber was ich euch ans Herz legen kann, ist, spielt Ones und versucht dabei ruhig zu bleiben, ja? Weil derjenige, der schafft, in Ones ruhig zu bleiben, Niemand kann den Typen mehr abfucken. Deine Mentality ist dann auf dem höchsten Level, wirklich. Dir kann nichts mehr passieren. Du bist unbesiegbar einfach. Und das wird dir in Twos halt auch krass helfen einfach. Wenn du in Ones ruhig bleiben kannst, auch wenn du richtig unlucky in Anführungszeichen jetzt verlierst, dann kann in Twos dir nichts mehr passieren. Also nochmal zum Abschluss, das ist eigentlich wirklich nur ein Video, so um euch zu erklären, wie es halt. Es hat mir auf jeden Fall wirklich geholfen, so zu agieren und das halt so zu machen. Macht euer Warm-up im Training am Anfang, ne, wenn ihr gerade das Spiel gestartet habt. Entspannt da immer 10 Minuten jeweils mit den ganzen Sachen oder 5 Minuten, wie ihr halt Bock habt. Und dann spielt ihr Ranked und versucht wirklich ruhig zu bleiben und Spaß an dem Spiel zu haben. Ein bisschen ideenreich zu sein und sonst irgendwas alles auszuprobieren. Und am Ende der Runde könnt ihr die analysieren oder halt eben mir zuschicken, mit mir reden, mir schreiben. Ich antworte wirklich fast auf jeden Kommentar. Also wenn ihr Fragen habt, wirklich, schreibt einfach rein. Ich antworte auch auf Videos noch, die vor 3 Jahren hochgeladen worden sind und Leute kommentieren. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren. Und genau, dann spielt ihr eure Games, pusht eure Mentality, ein bisschen Ones und dann werdet ihr improven, da bin ich mir ganz sicher. Also wirklich, das ist fast eine 100%ige Garantie, dass man dann besser wird. Und der absolute Mega-Endbonus ist, wenn man sich vielleicht noch einen Duo-Mate sucht und nicht immer mit Random spielen muss. Aber das
ist keine Pflicht. Es geht ja darum, dass du selber besser wirst und man kann auch mit einem schlechten Random Mate selber improven und besser werden. Wie gesagt, man kann ja auch Horns spielen, da gibt es keine Mates. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen und auch gefallen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen, weil, alter, what the fuck, wir sind bald bei 3000 Abonnenten und das muss ich ja irgendwie noch schaffen. Deswegen über jede Unterstützung freue ich mich. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Replay-Analysen von mir sehen wollt. Dann werde ich gucken, ob mir Leute welche zuschicken und mir da ein bisschen Mühe geben, da ein bisschen analysieren und euch versuchen zu helfen. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.